So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir das Hauptquartier von Team Galactic betreten und vorher noch den Arenator, also Frieda, besiegt. Ich richte gerade noch mein Mikrofon Popschutz aus, weil der mich gerade etwas nervt von der Position, wo er ist. Ich hoffe, es passt alles. Ich habe die Kamera wieder etwas rausgezoomt, weil ich es ein bisschen sympathischer finde. Ich fand es zu vollgepackt davor. Ich hoffe, es passt jetzt alles und man hört mich gut und es ist nichts Schlechtes. Ich hoffe, alles ist gut, alles ist schön. Und ja, ich war heilen. Das wollte ich noch gesagt haben und jetzt sind wir immer noch hier und ich wollte gucken, ob ich da noch was machen kann in der Richtung. Bin ich mir nämlich gerade gar nicht mehr so sicher. Und ja, wir sind im Galactic-Hauptquartier, ist cool, läuft. Wir kommen voran und ich nehme jetzt auf für Freitag, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das heißt, diesen Part seht ihr am Freitag, den 19.8. Und wenn ihr das seht, bin ich gerade auf der Gamescom unterwegs. Was ziemlich cool ist, weil ich mich auf die Gamescom schon tierisch freue. Ja, ja. Was war jetzt eigentlich hier oben? Wir haben noch so viel nicht gesehen von dem Gebäude, wenn ich so drüber nachdenke. Also es ist jetzt nicht so riesig wie das, wie die Sylph Corporation, oder wie sie heißt, aus, Schlag mich tot, Gold und so, aus Kanto halt. Nee, schon, was ich meine. Aber es ist trotzdem viel. Ist das hier schon. Nee, ist noch nicht, oder? Das ist noch nicht der Boss. Das ist nur ein Item. Ja. Was haben wir hier? TM 80 Kraftkohle. Oh, das ist doch schön. Kann das irgendwer lernen? Kraftkohle ist gar nicht mal so interessant. Ja, und das ist heute Montag für mich. Das heißt, ich nehme gerade noch so ein bisschen was auf. Vielleicht schaffe ich es noch, die ganze Woche voll zu bekommen. Wenn ich es nicht schaffen sollte, ist auch nicht schlimm, denn die Parts sind ja lang. Liberty kannst lernen. Und Nightshade, auch das sehr interessant. Vielleicht, wenn wir den Zertrümmerer nicht mehr brauchen sollten, eine wirklich gute Option, gerade für die Top 4 oder sowas, wäre das doch sehr nett, wenn das gehen würde. Und ja. Nee, ich habe jetzt soweit eigentlich im Prinzip schon alles gepackt, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Also nicht alles. Ich habe meinen Koffer gepackt. Mein Koffer steht hier. Also mein Zimmer ist eine Baustelle, wenn man so möchte. Ich bin hier gerade am Rumreusen eigentlich. Dachte mir so, ja, jetzt kann ich noch ein bisschen was aufnehmen, weil der Koffer ist gepackt. Die Gamescom-Tickets sind gedruckt. Also ich bin ja so ein. Ich bin so ein übervorsichtiger Mensch. Ich drücke mir das Gamescom-Ticket 20 Mal aus. Nee, nicht ganz. Hab jetzt mein Gamescom-Ticket 2-mal gedruckt. Damit, falls. Keine Ahnung, mein Rucksack verloren geht. Ich habe einmal im Koffer, einmal im Rucksack. Just in case. Ich habe meinen Studentenausweis dabei, das brauche ich, weil ich ein Risikenticket habe. Ich habe mein Fachbesucherticket dabei, da brauche ich ebenfalls meine Legitimation, glaube ich. Also meinen, Studentenausweis. Weil ich ja über die Uni da bin, dementsprechend logisch. Und ich, ja, habe meine Fahrausweise für Nafwerk, ich habe mein Zugticket eingepackt, alles da. Wunderbar. Und, ja, Koffer ist gepackt, Klamotten sind alle drinne, die man braucht. Halt stopp, ist falsch. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, nehme noch ein bisschen auf. Dann muss ich noch meinen Rucksack packen, also was wie 3DS, das ist immer noch die falsche Tür. Da werde ich nicht weit kommen. Mein 3DS muss ich noch einpacken, ich muss noch mein, was soll ich machen? Surface möchte ich gerne mitnehmen. Also das Zeug, meine Snacks und sowas hier, die habe ich auch schon gekauft, die müssen auch eingepackt werden, alles. Für die Fahrt, Team Galactic, die Kaufbar, ist ein Gebäude, das ist nur ein Gebäude, ja. Alles klar, ist hier noch irgendwas? Nur Menschen, die mir wahrscheinlich eh nichts geben, deswegen ignoriere ich sie einfach, ganz elegant. Begebe mich hier nach oben weiter. So, was soll ich jetzt sagen? Genau, Rucksack wird noch gepackt, ich bin ganz gut dabei, ich bin hype as fuck jetzt, das ist wirklich so, die Gamescom, sie ist quasi schon da, sie steht vor der Tür, ich muss nur noch reinlassen, also ich muss nur noch hinfahren. Also, ja, ich schiebe natürlich, ich muss noch hingehen, so. Das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, sich da auszudrücken. Und ich bin wirklich sehr gespannt, habe ja gerade noch, das müsstet ihr, also ich nehme gerade um 17:21 Uhr, das heißt in 40 Minuten, eigentlich 39 Minuten, wenn man es genau nimmt, jetzt sind es auch 38, solltet ihr ein Video bekommen, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich nicht pünktlich dann gesehen haben, aber es ist dann online. Wie viele Pokémon hast du? 2. Dann lohnt sich, glaube ich, der Drachentanz auch. Indem es um die Gamescom geht, wann wir wo sein werden. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal groß ausbreiten. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel. Metallstoß. Okay, mach ruhig. Ich glaube, das ist, glaube ich, was wie Konter, ne? Nur irgendwie anders. Oder so. Ich weiß es nicht.
Wie gesagt, ich werde das ja nicht nochmal neu hier auspacken und du setzt weiter Metallschuss ein, das ist in Ordnung. Das heißt, ich booste mich nochmal. Dann haben wir plus 3, damit sollte das eigentlich auch ausreichen, auch ohne Step. Und, nee, wie gesagt, ich freue mich aber sehr auf den Samstag, auf das Treffen mit den anderen Poketubern und die ganzen Leute, die wir immer kennenlernen. Antikraft, wehe, du bekommst jetzt die Boosts. Das wäre sehr bitter, aber ich glaube, selbst dann ist es nicht so kritisch für mich. Wobei, Ampharos hat einen guten Spezialangriff, sollte man nicht unterschätzen, ne? Einige von denen haben sich ja schon getroffen, ne? Sie waren ja jetzt hier die Kuga-Liga, wo ich gern gewesen wäre, aber ich habe an dem Tag gerade Mathe geschrieben. War ein bisschen blöd. Also, und ich wohne nicht in Essen, ist ein bisschen weit weg, ne? Aber nächstes Jahr werde ich hoffentlich da sein bei der Kuga-Liga, das wäre wünschenswert. Wow, wie ein plus 3 Shaman nicht ausreicht. Gift, what the fuck? Warum hat das sich gleich gemacht? Au. Schon ich bin auch noch poisoned? Nein, bin ich nicht, gut. Gut. Ja, nee. Irgendwie, ich glaube, Urkula könnte eventuell sogar demnächst noch rausfliegen, weil es. Das macht einfach nichts. Ich meine, es ist ein plus 3 und kann zwei Level tieferes Ampharos nicht one-hitten. Just saying. Okay, Ampharos ist relativ bulky trotzdem. Heißt nicht, dass es das nicht doch one-hitten könnte. Aber okay. Ja, ein paar Punkte, okay. Ist in Ordnung. Habe ich Fliegen, sollte reichen. Papunga sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß auch nicht. Hat was. So. Fliegen wir mal auf und davon. Außerdem ist Papunga, glaube ich, nicht so bulky. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Eine Heilblockade ist in Ordnung. Ich wollte dich eh nicht heilen. Ich heile mich ein bisschen in der Luft. Wobei, Heilblockade blockiert das auch immer Rest? Ah, oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Sonst wäre der Tag etwas unnötig, wenn sie nur Items blockiert, weil du kannst auch einfach Itemsperre einsetzen. Perfekt. Ja, One-Hit war klar. Was war es auch sonst? Ich meine, wir sind plus 3 sehr effektiv. Passt schon. Wunderbar. Und Level Up für Shaman. Damit haben wir endlich auch mal hier unser Urkula Level 39. Ganz eben bei Level Cap ist 49. Ich habe nachgeschaut. Ich bin nicht ganz untätig gewesen zwischen dem letzten und diesem Part. Allerdings, ja, ich habe auch nicht trainiert oder irgendwie sowas. Ich denke, ich kann mal noch ein bisschen Nightshade ranlassen. Und hier noch ein bisschen weiter trainieren. Vielleicht geht da noch was. Es ist halt so. Luke und Nightshade sind beide so Pokémon, die möchte man nirgendwo reinschmeißen. Weil sie einfach zu fragil sind dafür, vor allem nicht ein Pokémon, die Kampfattacken können. Da habe ich einen Voltaggle für, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wobei, ich kann halt viele KP, muss ich aufpassen. Ganz nebenbei haben wir eine 25%ige Crit-Chance, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche. Ich gehe mal für den Voltaggle kommen. Wenn wir ihn schon haben, setzen wir ihn noch ein. Ein bisschen Risk muss ja sein. Absolut ist eh viel zu cool, um sterben zu können. Also es hat nicht die Erlaubnis, mit mir zu sterben. Es darf noch nicht abtreten, weil das könnte Relikant sogar tanken, weil Relikant relativ bulky ist. Tatsache. Ah, ja, und jetzt hoffentlich jetzt nichts Böses. Das wäre schlecht. Geheimpower ist Body Slam. Das sollte ich überleben. So stark ist Relikant dann auch nicht. Auch wenn wir, wie gesagt, im Prinzip keine Defensive haben. So, Relikant RIP. Sehr gut. Sehr nice. Aber ich hoffe, dass die Sonne nicht stört. Also eigentlich dürfte es nicht stören, aber ich habe im Prinzip die Vorhänge vor, weil die Sonne wieder mal voll in mein Zimmer knallt. Vor Staker, gut, da sollte ich vielleicht rausgehen. Aber, naja, ich wollte ein bisschen Beleuchtung haben und tagsüber die Zimmerlampen anzumachen. Das ist so doof, das mag ich überhaupt nicht, weil dann werde ich immer so müde, weil es immer so, man wirkt so eingeengt dann immer, wenn die Vorhänge zu mal das Licht an, ich mag es nicht. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen auf, was ist nur scheiß warm jetzt? Das ist das einzige Problem dahinter. Dahinter? Dabei meine ich. Ich glaube, ich gehe auf den Meme Lord und drücke den Hitzekoller. Auch wenn das Ding robust ist, das ist mir gerade egal. So. Schlafpuder. Oh, natürlich triffst du auch noch mit Schlafpuder, du Drecksack. Du Drecksack! Wie kannst du es wagen? Ah, Mann, ich kann gerade echt nur an die Gamescom denken. Das ist. Halt, Statusvermittel. Wir wollen da jetzt nicht lange schlafen. Was hast du eigentlich jetzt Fähigkeit? Das hat der Meme Lord. Adlauge, ne? Okay. Ich glaube, es kann auch Insomnia haben. Egal. Schade, dass wir nicht Insomnia haben, sonst hätten wir jetzt nicht geschlafen. Wunschtraum vor Staker. Nice. Moment. Ich gehe erstmal für die Psychokinese, einfach um anzudamagen, damit die Robustheit gebrochen ist. Und dann für die Hitzekoller. Boah, macht das viel Schaden. Da das nicht so effektiv ist. Ja, nochmal Wish, genau. Nee, wenn es Robustheit hat, dann breche ich es. Ach komm, jetzt kann ich es endlich auf die Robustheit runterhauen. Turbo-Tempo, no, jo, pff. Das Pastelka-Set gefällt mir irgendwie, weiß auch nicht. Wunschstrom, Turbo-Tempo und Schlafpuder. Hat schon was, ne? Ja. Ja, stimmt, war ja gerade Gamescom hier. Gamescom ist, hier. Hype as fuck.
Und möchte auch nochmal hier Luke ein wenig gratulieren. Wobei Robustheit funktioniert ja noch anders. Stimmt ja, ganz vergessen. Stimmt ja, hätte ich gleich für den Hitzekoller gehen sollen. Robustheit wirkt hier noch ganz anders. Hier, danke. Möchte ich mal kurz meinen Glückwunsch an Luke aussprechen. Der hat es nämlich geschafft, irgendwie einen Anspieltermin für Breath of the Wild zu bekommen, also Zelda. Auf der Gamescom, wo irgendwie 50 Plätze verfügbar sind oder so. Ich bin eigentlich ein bisschen drum, muss ich sagen, aber ich gönn's ihm auch. Ist ein guter Kerl und ich werde ihn danach auch löchern. Also ich habe es schon erwähnt im Ding-Video, in dem Gamescom-Video, was ich gerade schon angesprochen habe. Aber ich wollte es auch hier nochmal erwähnen, damit, keine Ahnung, einfach Props an Luke raus sind, weil, nicht Props, sondern mein Glückwunsch, weil ich gespannt bin, wie es ist, weil ich habe bisher jetzt nur von Leuten, die ich halt nicht so direkt kenne, was gehört. Also einfach allgemeine Reviews, die dann irgendwie bei Nintendo eingeladen waren oder so. Um von jemandem mal ein Review zu hören, den ich kenne, den ich einschätzen kann, wie er Spiele empfindet, das ist doch mal gut zu wissen. Weil ich kenne Luke ja schon ganz gut. Ich kenne ihn schon relativ lange. Da kenne ich Luke jetzt eigentlich schon, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall schon lang genug. Oh, Nightshade wird vorne. Du machst das schon, Nightshade. Hi. Und dann mal eine Meinung von jemandem zu hören, den man kennt, den man einschätzen kann, bei dem man weiß, wie er tickt, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, hier stehen Schüsseln, weil ich... Hallo, Raikou. Weil ich gerade noch gegessen habe. Wie gut ist deine spezielle Defensive, Nightshade? Das wäre jetzt ganz interessant zu wissen. Wie gut ist deine spezielle Defensive? Nein. Also quasi nicht da. Ich glaube, ich gehe auf Simon. Da stehen sich die beiden legendären Raubkatzen gegenüber. Und ja, es sind Katzen, keine Hunde, ne? Wichtig. Es ist ein Löwe, ein Tiger, ein Säbeltern, Tiger Quetschgriff. Hallo, Rigas, lässt grüßen. Und ein Leopard, beziehungsweise ein Puma? Nee, Leopard? Doch, Leopard. Ich glaube, Leopard würde ich jetzt einfach sagen. Also bei, Dunkelklaue, Raikou, okay. Bei Suicune. Und ich muss sagen, am liebsten von den Rennen mag ich Suicune. Und dann, also bei Raikou ist auch, ich mag Raikou und Suicune sehr gerne und Entei ist ein bisschen abgeschlagen. Ich bin kein so riesiger Entei-Fan. Ja, auch wenn mir da jetzt der Laurus ein wenig leid tut. Ich bin zwar jetzt noch nicht so gut, aber mir sehr sympathischer Mensch. Und soweit ich es mitbekommen habe, auch ein sehr netter Kerl, hat noch nicht so viel mit ihm geredet, aber trotzdem, ja. Entei, keine Ahnung. Ich bin froh, jetzt zu haben, sagen wir mal so. Das Ding macht gut Schaden, vor allem mit einem Walband. Haut schon rein, das Ding. Aber ich gibt coolere Mons, sagen wir mal so, für mich. Persönlich ist das, persönlich meine. Ich möchte da niemanden irgendwie direkt angreifen mit irgendwelchen Äußerungen hier. Hier ist irgendwo noch ein verstecktes Item gewesen. Ein Popo-Stück. Das ist nicht versteckt gewesen, das habe ich gesehen. Aber nicht hier, oder? Ich habe jetzt auch keinen Bock, das Itemradar wieder auszupacken, das dauert ja ewig. Aber okay, vielleicht schaffen wir das Hauptquartier heute noch. Auf jeden Fall, hallo, wenn wir hier 20 bis 30 Minuten machen. Safe. Und es wird ein bisschen dunkler, weil gerade die Sonne verdickt ist. Finde ich ganz gut. So ist mir nicht so heiß. Hier ist aber ein Item. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn jetzt hier kein Item ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich ist es dann hier drauf, oder? Komm, hier ist doch irgendwo ein Item. Hä? Okay, dann ist hier kein Item. Dann halt dich. Gut, Spiel. Du willst es so. Dann war es woanders. Sicher. Okay, ich hole doch das Itemradar raus. Ich weiß nicht, welches Itemradar war. Ich bin zu weit. Wo ist die Funktion von Platin, wenn man sie braucht, dass man halt einfach so durchskippen kann, dass man dann halt vorwärts und rückwärts durchgehen kann? Hier ist ein Item. Aber auf der anderen Seite. Da drüben ist ein Item. Warum ist da drüben ein Item? Okay. Von mir aus. Ich weiß nicht, welche Nummer welche war. So, da. Mann! Immer auf der falschen Seite hier. Wrong side of life und so, ne? Mensch. Gut, dann eben hier weiter. So viele Wege bleiben hier nicht mehr offen. Ich finde es aber wenigstens halbwegs übersichtlich. Oh, ein Bett. Das finde ich gut. Halbwegs übersichtlich im Vergleich zum, Team Rocket Hauptquartier aus Kanto. Also aus... Das ist ja kein... Im Prinzip nicht das Team Rocket Hauptquartier. Die Sylph Corporation. So. Sylph Scope ist es nicht. Das ist ein Item gewesen. Moment, hier gibt's hier schon diese... Ja, hier, natürlich. Die wurden ja in Ding eingeführt. In Platin. In Smaragd wurden ja diese zwei unabhängige Pokémon kämpfen da und, you know what I mean. Also zwei Trainer und dann ein Doppelkampf und so, das wurde ja da eingeführt.
Stimmt, dementsprechend machen wir mal hier einen Doppelkampf draus. Doppelkämpfe sind gefährlich, aber sind halt auch mal ganz lustig. Eine gewisse Abwechslung hier. Vor allem mit dem Choice Band Erdbeben dabei noch. Schön, ne? Dann schauen wir doch mal. Wir sehen zwei Reiter wieder und mit einem Palimpalim und einem Porenta. Trifft jetzt sogar beide Gegner eigentlich? Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Der Meme Lord und. Ja, gut, hier kann ich jetzt aber blöderweise nicht viel tun. Habe ich ja nicht. Ich habe kein Tempo. Du hast kein Turbo-Tempo gehabt, stimmt. Ich könnte trotzdem Erdbeben spammen. Ich glaube, das tue ich jetzt auch. Trifft Hitzekoller beide? Nee, Hitzekoller trifft nur eins von beidem. Dann gehe ich mal auf Porenta. Ich weiß gar nicht, hat Palim Schwebe? Ich könnte es mir vorstellen. Dann ist im Prinzip eine Nullrunde für Entei. Keine Wirkung auf Meme Lord. Palim. Ja, geil. Schwebe, Flug. Nice. Das kann ich ja nicht wissen. Mensch. Gut, dann ist Entei hier sehr praktisch. Sprungkick. Au! Sprungkick Porenta. Der Schmerz ist real. Ich gehe nochmal fürs Erdbeben. Bleibt drin so. Ich denke mal, das sollte jetzt nicht allzu schief gehen. Hoffe ich mal. Wobei, das war gerade ganz nebenbei mehr Schaden, weil Palim recht hart eingesetzt hat. Wirkung auf Porenta, ich weiß. Kommt der Meme Lord. Haut das Porenta raus. Sollte jetzt eigentlich reichen. Nice. Nee, also es hat also viel Schaden, weil, wie gesagt, rechte Hand. Drachenstoß. Oh Gott, das wäre aber Palim hat, glaube ich, keinen guten Angriff. Nee. Wie man sieht, kein guter Angriff hier. Ach Gott, ich glaube, Eissplitter wäre die bessere Wahl gewesen, wenn ich das so sehe. Okay. Ich glaube. Ich glaube, ich setze einen Trank ein. Ich weiß, ich finde es gerade doof, was ich nicht sehen kann, wie viel KP wer hat. Der Supertrank reicht hier nicht ganz. Dann gehe ich lieber auf die vollen und hau einen Hypertrank raus. Einfach um voll geheilt zu sein. Und wobei, ich glaube, dann gehe ich für die Kehrtwende oder. Ich glaube, ich gehe jetzt erst für den Hitzekoller und schädige das Kokowai noch so weit wie möglich. Rechte Hand. Igitt! Töte bitte dieses Kokowai möglichst schnell. Ich habe keine Lust, ein Pokémon zu verlieren. Hitzekoller! Bams! RIP! Kokowai, hoffentlich. Wobei, es könnte sogar überleben, so wie ich es einschätze. Nein, tut's nicht. Okay, alles gut. Ja, meine Spezialverteidigung ist dann auch RIP, ist in Ordnung. Aber hier, der Meme Lord mit Hitzekoller, das ist schon ein guter Move, muss man sagen. Hier, 40 für Simon. Ja, Simon darf jetzt auch wieder ein bisschen aktiver werden, nachdem er jetzt lange auf der Bank sitzen musste und wie dich tun durfte, rettern. Heißt, ich kann mal Erdbeben einsetzen. Schön. Aber er senkt meinen Angriff. Wobei, das sollte trotzdem reichen mit dem Choice Band Erdbeben. Ich hatte jetzt eh vor, mit der Kehrtwende raus zu switchen. Halt auf Liberty. Das Erdbeben. Auf die Kehrtwende. Vielleicht auch was anderes. Mal schauen, wer jetzt schneller ist. Kommt auf an, ob jetzt der Meme Lord oder. Simon schneller ist. Ja, okay. Ja, Palim wäre jetzt auch alles in Ordnung, aber das sollte trotzdem reichen, denke ich, auch ohne. Also im Prinzip haben wir jetzt so, als ob wir kein Choice Band mehr hätten. Weil um eine Stufe gesenkt, weil das Choice Band erhöht ja unseren Angriff um eine Stufe. Das könnte trotzdem noch reichen. Tut's auch. Damit ist Rettern RIP und damit sind wir, glaube ich, 2 gegen 1. Das heißt, ich kann jetzt auch getrost auf was anderes gehen. Plops. Als Liberty. Dann muss ich halt nur schauen, dass ich gleich mit Simon rausgehe. So, schauen wir mal. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich glaube. Ich glaube, ich übergebe das mal Rucola. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen gerade. So, dich rufe ich aber auch mal zurück, weil jetzt gerade brauchen wir jemand anderen hier. Nightshade darf rein und dann gehst du auf den Dragon Dance. Ich glaube nicht, dass Palimpalim jetzt gerade viel kann. Deshalb, wir haben bisher nur recht an den Drachenstoß gesehen. Ich hoffe mal wirklich, dass jetzt nicht, was weiß ich, kommt. Nahkampf. Der Attacke existiert hier schon. Also es ist gar nicht mal so abwegig. Man muss aufpassen. Wobei ich auch gerne mal einen Attacken verwechsel, die Taucher. Okay. Kann ich mit leben. Denke mal. Ja gut, ich muss ins Leere angreifen. Geht nicht anders. Aber hier kann ich mich boosten.
Genau, jetzt Psycho plus 2 und damit sollte das jetzt auch ganz gut funktionieren. Vor allem, wenn wir 2 gegen 1 gehen, das sollte passen. Ich denke mal, dass Nightshade schneller ist als Palim Palim. Ja. Das heißt, der Taucher wahrscheinlich auf Nightshade gehen, so wie ich das jetzt mal einschätze. Ja, aber das sollte ich eigentlich denken. Ich glaube auch wieder eine physische Attacke und ihr locker. Locker denke ich das hier. Ich glaube, wir können mal Kraxler einsetzen. So, weil der Night Slash danach auf jeden Fall ausreicht. Ja, rechte Hand, wenn du allein bist, ist die beste Idee. Danke. Natürlich geht der Kraxler daneben. So sieht man mal, wie brauchbar Kraxler eigentlich ist. Gar nicht, nehme ich. Aber okay. Rippalippalim, das überlebst du nicht. Nicht von einem, ja, vor allem nicht, wenn es ein Grit ist. Nicht von einem Absol. Nicht mit Expertengurt. Nicht mit Stab. Nein. Nein, nein. Das nicht. Vor allem nicht mit dem Crit, wie gesagt. So. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Magneton. Da war jetzt der Kraftkoloss cool. Aber ich habe den Zertrümmerer drauf. Das ist wenigstens etwas. Ich meine, dass wir auf Gen 5 geupdatet sind, müssen Zertrümmerer ja auch 40 Base haben. Dann passt es. Natürlich kann ich nichts gegen... Nee. Ich kann im Prinzip nichts gegen das Magneton tun. Außer halt irgendwie mit der Psychologie draufhauen, die halt nicht sehr effektiv ist, aber... Geil. Wow, der Schaden ist fast schon lustig, fast schon süß. Machen wir unser Trümmerer drauf, mal schauen, wie viel Schaden das macht. Reicht das vielleicht sogar mit Expertengurt? Ganz knapp nicht, schade. Stampfer. Stampfer Magneton ist auch, das sieht man auch nicht alle Tage, ne? New Meta und so. Ich glaube, aus Style-Gründen gehe ich jetzt einfach mal für den... für das Turbo-Tempo. Wobei, ich hätte vielleicht nicht fürs Turbo-Tempo gehen sollen, weil hätte mir vielleicht einmal Kraxler gesehen. Aber was soll's. Kraxler ist vielleicht zu stärker, halt einfach total unnötig. Man braucht es halt einfach nur, weil das Spiel sagt, du brauchst Kraxler, jetzt. Aber es ist so unnötig wie sonst was. Eine Attacke, die ich an sich nicht benutzen würde, wenn ich es nicht bräuchte, um das Spiel durchzuspielen. Das Einzige, was wirklich schade ist. Naja, was soll man machen? Man kann nicht alles haben. Gut, die beiden Writer wurden sich, glaube ich, gleich mal heilen. Das war jetzt irgendwie anstrengender, als ich dachte. Ja, im Single-Kampf hat man einfach den Vorteil, man kann einfach Attacken spammen. Man muss keine Angst haben, dass irgendwie... Ja, dass wenn man auf einmal irgendwas kommt, wo man nicht... Wobei man muss trotzdem Angst haben, dass irgendwas kommt, wo man nicht gerechnet hat. Aber man muss nicht bei zwei Pokémon Angst haben, weil im Prinzip, gerade bei so einer Randomizer, hast du ja dann im Prinzip 8 Moves, die der Gegner haben könnte, die wirklich gefährlich sind. Naja, wir haben es ja gut überstanden. Überhaupt kein Problem. Schauen wir mal. Wo führt mich welcher Weg hin? Zu einer Treppe. Das sieht nach einem richtigen Weg aus. Schauen wir uns die beiden anderen Wege an. Mal schauen. Da ist, glaube ich, irgendwo ein verstecktes Item, oder? Stromisierer! Yay, wenn wir ein Electek finden, wäre das ziemlich nice. Dann können wir ein Electek machen. Und ich glaube... Ah, wir sind sogar auf der richtigen Seite. Eine Wechselhülle haben wir gefunden. Hm. Ist ja sowas ähnliches. Das heißt, es ermöglicht uns, überall rauszuwechseln. Wer bei einem Pokémon, das mit Magnetfallen normalerweise festgehalten wird, ganz interessant, aber... Ja. Genau. Hier denke ich nämlich immer, dass ein Item ist. Aber es ist immer genau auf der anderen Seite. Genau, sowas. Ich wusste, dass es einen Raum gab, wo ich immer auf der falschen Seite nach einem Item gesucht habe. Und dann habe ich mich gewundert, so, hä, wo ist dieses Item? Und ja, gut, da sind wir jetzt auch schon da. Wunderbar. Wir sind geil, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann würde ich hier einfach mit Simon reingehen, glaube ich. Oder mit Luke. Ich glaube, ich würde fast schon mit Luke anfangen. Eine Triplette, das ist, glaube ich, die beste Option für den Anfang. Also gut, wir sind bereit, uns ihm gegenüberzustellen. Ich weiß gar nicht, ob wir seinen Namen schon gehört haben. Ich glaube schon. Verstehe, du musst der Trainer sein, von dem ich gehört habe. Der närrische Trainer, der glaubt, das Team Galaktik aufhalten zu können. Allerdings habe ich dir nicht gedacht, dass du noch ein Kind bist. Unsere Commander haben ziemliche Probleme mit dir, habe ich gehört. Ich weiß, warum du hier bist. Ich kann es in dir spüren. Es geht um Selfie, Vesprit und Turbots, stimmt's? Du willst sie retten? Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, bitte, mir ist es gleich. Bitte damit erspaß mir die Arbeit, sie selbst zu beseitigen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben dir doch überhaupt nichts zu tun mit dir. Und doch willst du sie retten? Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion, unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Diese jämmerliche Sentimentalität hat dich also hierher gebracht. Du wirst es doch bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Geile Musik. Geile Musik. Man Cyrus, er ist der Man. Das passt doch ganz gut. Kramchef. Was? Das passt ja sogar. Er hat normalerweise wirklich einen Krammurks. Aber Kramchef ist gefährlich. Das Ding hat einen unglaublich hohen physischen Angriff. Muss ich echt aufpassen jetzt. Ich könnte ihn einfach schlummer orten. Just in case. Machen wir jetzt auch. Natürlich
Insomnia. Was? Ich muss gar nicht das Ding Insomnia haben können. Ach stimmt, ja, jetzt kommt es mir langsam. Wow, die langsamste Animation dieser Welt. Da können fast die Multi-Hit-Attacken nicht mehr mithalten. Gut, das heißt, ich muss wechseln. Schlechter Anfang. Ganz schlechter Anfang. Hier auf Simon. Ich glaube nicht, dass es Simon da irgendwie jetzt große Probleme bekommt. Das Ding hat einen hohen Angriff, keinen hohen speziellen Angriff. Also ich meine, die physische Verteidigung von Simon ist gar nicht mehr so schlecht. Ich hätte vielleicht nachschauen sollen. Und Felsgrab, wie er das predicted hat. Wie viel Schaden macht das? Das geht sogar. Frag mich, wie viel Choice Band Ice Splitter jetzt macht. Nicht, dass ich es gleich bereuen werde. Ich probiere es. Ice Splitter. Choice Band Ice Splitter. Ist die Initiative gerade egal. Es tut auf jeden Fall weh. Aber ich weiß nicht, wie weh es tun wird. Dieser Kramchef ist echt gefährlich. Das hat er ja dann später im normalen... Oh Gott, das reicht natürlich nicht aus. Oh nein. Konter, ernsthaft? Rip Simon, das überlebst du nicht. Scheiße! Seit langem wieder ein Verlust. Warum kann das den Konter? Was? Scheiße. Das ist echt schlecht. Das ist ganz schlecht. Gut, dann gehe ich wieder zurück auf Luke. Dann, Triplette all the way. Das war... Wow. Ja klar, es kann Konter kommen, aber das war unwahrscheinlich, dass es jetzt einfach rauskommt. Krass. Triplette. Natürlich hast du einen Supertrank, aber der... Ein Supertrank. Hier, komm, das bringt 40 KP... Für Level 40 auch nicht mehr so viel. Das sollte reichen. Scheiße Wand an. Scheiße Wand an, ja. Wie scheiß die Wand an, ey. Was soll denn der Kacke? Enter jetzt weg. Mm. Simon. I feel you, bro. Das ist ein großer Verlust. Kriegst du wenigstens... Nein. Kein Level 40 für dich. Schmerbe. Na gut, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Ich denke, da kann ich einfach drin bleiben, außer dass du irgendwie Geofissur... Ah, du bist auf einem höheren Level. Du kannst sogar treffen, theoretisch. Ich gehe einfach für die Triplette. Ach, scheiße. Warum? Warum hat das den Konter? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warum auch? Sollte eigentlich ein Two-Hit sein, denke ich. Oder ein One-Hit sogar. Ja, One-Hit. Wahrscheinlich hätte die Triplette des Kramschiffs sogar gekillt, weil Kramschiff ist gar nicht mehr so defensiv ausgelegt. Ein Vibrava, das sollte ich auch noch wegbekommen, denke ich. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Level 43, ist ja gar nicht mehr so ungefährlich. Aber Vibrava ist relativ fragil. Also die Beldra ja auch. Das sollte theoretisch reichen können. Keine Versicherung, dass es wirklich reicht. Bin jetzt gespannt. Reicht das aus? So, ich denke, es könnte reichen. Es reicht auch, okay. Boah, das Krampfchef, das war... Damit, das kam wirklich unerwartet. Da hätte ich aber auch nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also, wow. Luke, er lernt Pfund. Nein, brauchst du nicht. Das kam wirklich unerwartet. Da muss ich jetzt ganz klar sagen, hätte ich jetzt auch nicht anders gespielt. Wenn ich es gewusst hätte, ja, aber so, nee. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Du bist ein Arsch. Warum hast du Konter auf deinem Kramchef? Verstehe, du bist tatsächlich stark. Und die Quelle deiner Kraft ist ein Mitgefühl für Pokémon. Welche eine Verschwendung, solche Emotionen sind nur Illusionen. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und sich in nichts auflösen. Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Dessen unbeachtet bist du stark und mutig, dass du allein hergekommen bist. Weil, das weiß ich zu schätzen. Hier ist eine Belohnung. Ein Meisterball. Danke. Das macht es trotzdem nicht besser. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Er fängt jedes wilde Pokémon ein, immer, überall. Aber ich brauche ihn nicht. Im Gegensatz zu euch Trainern sind Pokémon für mich keine Freunde. Ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen von dem Galaktik. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an. Du bist ein wenig größenwahnsinnig. Ein ganz kleines bisschen. Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende den Teleporter. Ich reise jetzt zum Kraterberg, so ist es, zum Kraterberg. Und wenn es zum ersten Mal begegneten, ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende heraufbeschwören. Nein, ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Danke, dass du uns verrätst, was du vorhast. Sehr nett. Simon, nee. Das war aber... Nein, Simon. Simon ist so gut gewesen. Verdammt nochmal. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das heißt, ich darf ein anderes Pokémon ins Team nehmen. Bin gespannt. Eieieiei. Wat? Wat? Eine Attacke. Der Konter war echt unerwartet. Ich hätte einfach für die Triplette gehen sollen. Das hätte wahrscheinlich gereicht. Wir sind geschaffen, okay.
Aber okay, Leute. Ich würde sagen, das müssen wir jetzt erstmal allesamt verkraften. Ich zumindest. Und würde sagen, das war's für heute von Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Beim nächsten Mal werden wir Vesprit, Selfo und Tobot befreien. Und uns dann ebenfalls auf zum Kraterberg machen. Und versuchen, Cyrus auszuhalten, bei was auch immer er versucht. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich leide innerlich gerade und zerbreche. Mein Herz schmerzt. Wir haben Simon verloren, das ist sehr schade. Ich hätte diesen Konter kommen sehen. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Bis dahin und ciao, Leute.